Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Colin, Replay Challenge Kalenderwoche 25. Ist im Gang unterwegs mit Laird Mike vom Clan 1PDAG im Tiger 1. Und was hat er hinten drauf geschrieben? Asgard. Die Heimat der Affen. Sehr schön. Tiger 1, 8-8er drauf. Nehme ich mal an. 203 Durchschlag, 240 Schaden auf Standard. 237 Durchschlag, 240 Schaden auf Premium und auf HE gibt es 44 Durchschlag bei 295 Schaden. Eine kleine Ersatzkiste, einen Erste-Hilfe-Kasten und ein automatisches Feuerlöschsystem machen natürlich Sinn. Wir sind mit einem schweren Panzer der Deutschen auf Stufe 7 unterwegs in einem 7er Gefecht mit 6x5 Unterstützung auf Fischerbucht. So, was gibt es zu dem zu sagen? DPM grandios, Panzerung mittelmäßig, Beweglichkeit okay und nicht der beste Stufe 7 Heavy, den es gibt. Es gibt da Heavys mit deutlich besserem Turm, zum Beispiel auf amerikanischer Seite, aber auch auf russischer Seite. Aber die Kanone kann sich absolut sehen lassen. Hat mit 203 Durchschlag nicht nur genügend, sondern auch einen absoluten Spitzenwert. Ich glaube, es gibt keinen Panzer mit mehr Durchschlag auf 7. Wüsste ich jetzt erstmal keinen. Auch kein Franzose. Und ja. Er ist halt nicht die Legende im Spiel, die er auf dem Schlachtfeld war. Das muss man dazu sagen. Ne? Na, wer ist denn da? Ein dicker Max. Hat bereits eine eingeklingelt bekommen. Da schiebt sich jemand direkt vor dich. Ganz schlechte Idee. Ist ein Höherziehen vielleicht? Oder hier? Da, schau. Gromwer kriegt eine eingeschenkt, allerdings nicht von uns. Die landet direkt in der Panzerung. AMX AC46 hat da keine Chance. Jawohl. Da gibt's aufs Dach. Blindschießen macht auf jeden Fall Sinn. Sollte man nicht zu sparsam sein mit der Munition. Wir haben eh genug dabei. 72 Schuss insgesamt gehen ins Fahrzeug. Dicker Max aufgemacht hat uns. Ich glaube, der dicke Max. Ah, ist nicht ganz ungefährlich. So, was haben wir denn da drüben? Oh, abgeprallt schon wieder? Da kommen wir halt ein Riesenglück. Fahrer ist draufgegangen. Leicht angewinkelt stehen wir da. Ja. Schaden durch Treffer Tiger 1. Der hat die Stockkanone drauf. 125 Schaden. Das ist nicht mal die Stockkanone. Wer macht denn 125 Schaden im Tiger 1? Die Stockern hat doch 220 Schaden, glaube ich. Die Stock 8-8er? Müsstet ihr mich jetzt mal bitte aufklären? Also er hat auf jeden Fall einen... Also die Stock 8-8er hat 145 Durchschlag, so viel ich weiß. Bei 220 Durchschlag. Bei 220 Schaden. Wie kann der Tiger da 145 Schaden machen. Ohne HE zu schießen, sondern mit Standardmunition. Weiß ich nicht. 1414 Schaden haben wir jetzt gemacht. 135 Schaden haben wir jetzt geblockt. 1170 Schaden haben wir jetzt aufgeklärt. Das kann ich euch sagen. So, weiter geht's. Stadt gehört gleich uns. Hinten auf der 1er 2er Linie geht derweil traut sich keiner nach vorn. Krombel hat es tatsächlich geschafft, uns da aus dem Schussfeld zu fahren. Beziehungsweise es war kein Krombel, sondern irgendwas Schwedisches, glaube ich. Leo. Ja, ich glaube, das war der Leo. Hallo Leo. Warum schießt du nicht? Was tut er denn? 236 Schaden. Ah, der hat mehr Alpha-Schaden. Glaube ich 300. Der hat die böse Kanone. Noch ein Stück. Komm, wo ist denn der kleine Leo? Ja, wo ist er denn? Kleinen Leo möchte gern spielen. Jetzt haben wir sie getroffen, Cromwell. Zweimal abrennen ist okay. Beim dritten Mal, nee. Nicht mit dem Tiger. Kelle gezogen und Schaden gemacht. Repair-Kit hat er keins, so wie es aussieht. Nächster Schaden und die Kette wieder gezogen. Das dürfte es gleich gewesen sein. Das war's dann auch. Sehr schön. 2537 Schaden ausgeteilt, 135 geblockt, 170
aufgeklärt. Da, da ist der AC. Schön, dass es probiert. Schön, dass es schief geht. Nochmal 248 Schaden am Franzosen TD. Ja, ja, ja. So läuft es richtig. Von der 1er 2er Linie dürfte nicht mehr viel zu erwarten sein. Grille trifft uns da mit 234 Schaden. Direkt hinter das Haus fahren. Da haben wir erstmal unsere Ruhe. Könnten allerdings ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Da ist der AC. Abgeprallt, bitte. Was ist da los? Tiger 1, das ist nicht der Stand. Also nicht mal ein Originalturm drauf. Nee, da war Stock. Und zwar mit der allerersten Kanone. Keine Ahnung, was das für eine ist. 75 mm wahrscheinlich. Es ist ja schon verboten, den so zu fahren. Oh, da gibt es noch eine mit. Kette gezogen. Repair-Kit genommen. Ja, das ist gut angewinkelt. Tod durch Sterben. Irgendwo fährt noch der Cromwell rum. Wir haben 3125 Schaden aktuell. Nee. Doch lieber genauer einziehen. Ja, blinder Kill. Sehr schön. Kill Nummer 5. Artillerie schießt daneben. So, das ist richtig. Wird nochmal die Kette repariert. Obwohl sie eigentlich gar nicht kaputt war, sondern nur angeschlagen. Aber es hilft auf jeden Fall. Da ist der Cromwell. Daneben. Da ist die Artillerie. Schießt auch daneben. Cromwell holt sich jemand anders. Jagdpanther. Gibt sich da keine Blöße. Steier auf der linken Seite. Ja, dürftest du normalerweise sehen. Ne, das ist da weit oben. Leider zu weit oben. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Und da ist er raus. So, zwei Marti noch. Und dann ist ja ebenfalls Sense. 13 zu 5. Trotzdem geht das Gefecht so lang, obwohl wir da mit 13 zu 5 vorn liegen. Da ist die Artillerie. Die will uns jetzt den Rest geben, hundertprozentig. Kann sie aber nicht. Aus. Nicht ein Kill. Aber 3346 Schaden. Boom. Da ist der US-Amerikaner, sein letzter Schuss. War auch sein bester. Aber das war's dann. Feine Runde. 5 Kills gemacht, 3346 Schaden. Plus ein bisschen was blind. Maschinen, wie viel das am Ende wirklich war. So, es gibt ein High-Kaliber, ein bisschen Gedöns, 26 Anleihen. Ein bisschen was hier auf der Seite, ein Ämmchen natürlich auch. Tiger 1 auf Fischerbucht, ja, er war am Fischen. Ah, okay. 3398 Schaden gemacht, okay. 1331 Basis-XP geholt, sehr gut. 30 Schüsse abgefeuert, 25 getroffen, 17 durchschlagen. Und 1,5 Kilometer knapp sind wir gefahren. 36 machen wir plus. Das ist okay. Und wir brauchen dafür weniger als 8 Minuten. Stark. Ganz große Klasse. Feine Runde. Und wie immer dasselbe. Wenn es euch gefallen hat, Leute, draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.